Hallo meine lieben Luftzeichen, ich komme jetzt zu euch für alle Wassermänner, Zwillinge und Waagen mit den Energien aus dem Tarot für die erste Märzhälfte. Wie gesagt, ich mache dieses Mal für die vier Elemente-Gruppen ein Reading, dafür etwas ausführlicher. Ich schaue einfach mal, wie das bei euch ankommt. Es ist ja grundsätzlich so, dass diese allgemeinen Readings auf dich zutreffen können, müssen aber nicht unbedingt. Deswegen empfehle ich auch, wenn dein Aszendent oder dein Mondzeichen kein Luftzeichen ist, schau dir doch einfach noch die Legung für die anderen beiden Zeichen an. Vielleicht erkennst du dich darin besser wieder, ja, wenn du Informationen und Klarheit speziell in deiner Situation möchtest, kannst du auch ein persönliches Reading bei mir buchen, und zwar entweder über meine Facebook-Seite oder per E-Mail. Die Links findest du beide in der Infobox, in der Videobeschreibung. Ja, meine lieben Luftzeichen, ich habe irgendwie das Gefühl, eure Legung oder euer Reading wird nicht so lang werden, weil es so überaus stimmig ist. Deswegen trifft es auch vielleicht nur für eine kleine Handvoll. Ich weiß nicht, ich habe die Karten ausgelegt. Ihr wisst es ja, wer meine Videos kennt, dass ich dann immer die Meditation mache über den Karten, um die geistige Welt, um Mithilfe zu bitten bei der Deutung. Und es war so eindeutig, dass bei euch eine Veränderung ansteht. Oder wenn du für deinen Partner oder deine Partnerin schaust, dass bei ihm oder ihr eine Veränderung ansteht. Wir fangen einfach mal an. Hier in der Mitte schon der Wagen. Als allererste Karte für die Hauptenergie der kommenden zwei Wochen fiel die große Arcana-Karte, der Wagen. Und der Wagen steht sofort für mich immer für einen Aufbruch. Ja, es geht etwas los. Ja, ein zuversichtlicher Aufbruch, ja, ein zügiges Vorankommen. Du bringst etwas in Bewegung. Der Wagen steht im Übrigen auch wirklich jetzt für räumliche Bewegung, also er kann für einen Urlaub, eine Reise stehen, für einen anstehenden Umzug oder Ortswechsel, ja, das also auch, aber er steht eben auch dafür, dass etwas vorangeht, dass was in Bewegung kommt, auch für einen Neubeginn, ja, der mutig beschritten wird, also einfach für einen neuen Weg. In einer Beziehung kann er im Übrigen auch dafür stehen, dass in der Beziehung sich etwas tut. Ja? Also frischer Wind aufkommt in der Beziehung, Konflikte überwunden werden. Also es geht was voran für euch. Und ich habe dann gefragt, aus welcher Energie kommt ihr? So jetzt aus der jüngsten Vergangenheit, der letzten Tage oder vielleicht der letzten Woche. Und da fiel mir den drei Kelchen eine Karte, die... Ja, die repräsentiert ja das Erntedankfest hier. Ja, diese drei Frauen feiern Erntedank. Die Karte steht für Dankbarkeit, für Fröhlichkeit und vor allem auch dafür, man hat etwas Gutes für sich erreicht. Also du scheinst in irgendeiner Art und Weise einen Fortschritt gemacht zu haben. In der Partnerschaft könnte es auch ein schönes Erlebnis, Ereignis gewesen sein, das ihr zusammen verbracht habt, das ihr Zuversicht verliehen habt. Ja, vielleicht habt ihr euch in einer Krise befunden und es geht jetzt deutlich bergauf. Ja, ist ein Szenario. Es kann aber natürlich auch sein, viele Luftzeichen befinden sich nämlich in Beziehungen schon eigentlich seit 2016, die ihnen nicht mehr das geben, was sie sich wünschen oder erhoffen, und dass jetzt vielleicht der ein oder andere von euch wirklich aufbricht, diese alte Beziehung zu verlassen, und dass du da Klarheit erlangt hast, ja, dass du vielleicht Dinge erlebt hast, die dir genau gezeigt haben, jetzt ist es die Zeit, etwas zu tun, ja, voranzugehen,
diese Umstände, in denen du dich vielleicht nicht mehr wirklich erfüllt gefühlt hast, zu verlassen, aufzubrechen in etwas Neues. Und dazu passt wunderschön der Magier. Ich habe an der Stelle gefragt, wie fühlst du dich jetzt gerade? Und der Magier steht ja für dieses aktive Umsetzen der Pläne, für die Willenskraft. Ja, ich muss eigentlich gleich das Ass der Schwerter mit dazu nehmen, weil es so schön zusammenpasst. Ich frage ja dann auch immer, wo entwickelt sich diese Energie hin? Ja, und diese Karten, man kann die ja nicht wirklich trennen. Das ist ja einfach hier, wie soll ich sagen, diese Karten umschreiben deine Gesamtenergie für diese erste Märzhälfte. Und da passen diese Karten einfach wundervoll zusammen. Der Magier steht für die Willenskraft. Das Ass der Schwerter steht für eine Entscheidung. Das ist die Entscheidungskarte schlechthin. Und die Assen, ja, du hast dann, nehme ich hier noch eins in deiner Legung, die Assen sind ja auch immer Chancen. Das heißt, du hast jetzt die Chance, eine Entscheidung zu treffen in eine neue, ja, ich will fast sagen, Zukunft aufzubrechen. Der Magier, der hat auch sowas von Entschlossenheit. Ja, schau, wie er hier den Stab in den Himmel hält, ja, auch symbolisch mit dem Unendlichkeitssymbol über seinem Kopf, angebunden an die höhere Macht. Vertrauend auf seine innere Führung hat er den Willen, ja, jetzt etwas ins Leben zu rufen, etwas umzusetzen, aktiv etwas anzugehen. Und dafür braucht es diese Entscheidung und diese Klarheit. Das Ass der Schwerter ist auch so die Karte für Klarheit. Dir ist jetzt klar, es muss etwas vorangehen. Das ist die Energie, die ich ganz stark wahrnehme in dieser Legung. Der Magier steht auch so dafür, wirklich festen Schrittes seines Weges zu gehen. Nicht zu zögern, sondern man weiß jetzt, was zu tun ist. Also wunderschön, diese Energie. Und ich habe dann an der Stelle gefragt, was kann denn jetzt von außen eventuell auf dich zukommen? Und da fiel der Page der Kelche. Das ist eigentlich wirklich sehr symbolisch, auch das Bild von der Karte, für das, was von außen auf dich zukommt. Es kann also sein, dass dir jemand tatsächlich diesen Kelch hier reicht. Ja. Liebevolle Gesten, liebevolle Impulse scheinen auf dich zuzukommen. Innerhalb einer Beziehung. Wenn ihr also wirklich spürt, es ist Zeit, grundsätzliche Veränderungen in der Beziehung herbeizuführen, um wieder glücklich zu sein, kann es sein, dass dein Partner oder deine Partnerin absolut liebevoll und versöhnlich auf dich zukommt. Ja, dass vielleicht wieder auch romantische Gesten von ihm oder ihr zu erwarten sind. Dass wirklich frischer Wind in die Beziehung kommt. Und wenn du tatsächlich vielleicht auf dem Weg bist, dich aus einer bestehenden Beziehung zu lösen, dann kann es sein, dass eventuell jemand Neues in dein Leben tritt oder vielleicht ist ja schon jemand Neues in deinem Leben, der wirklich auf dich zukommt, dir seine oder ihre Gefühle gesteht, sich öffnet. Ja. Und wenn du aber dabei bist, dich aus einer Beziehung zu lösen, es gibt aber noch niemand Neues, kann es sich hier auch um die liebevolle Unterstützung eines lieben Freundes handeln. Die Pagen stehen ja auch oft stellvertretend für Freunde, die dich unterstützen, ja, die Mitgefühl mit dir zeigen, die dir aber gleichzeitig auch sagen, ja, geh diesen Weg, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ich bin an deiner Seite. Also auch wieder eine ganz tolle Energie hier. Ich sage, es ist so ein wunderschönes, stimmiges Reading für euch. An der Stelle schon wieder ein Ass, ja. Ich habe hier, frage ich ja immer an der Stelle, was sind jetzt deine Hoffnungen oder Ängste in dieser Situation? Und das Ass der Stäbe ist natürlich eine positive Karte. Das heißt, es ist eindeutig deine Hoffnung. Und das Ass der Stäbe
beinhaltet immer eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung, ja, zur Selbstentfaltung. Und gerade mir kommt es ganz stark, wenn du in einer Beziehung bist, die dich vielleicht schon seit langer Zeit an deiner eigenen Entfaltung hindert, die dich in gewisser Weise lähmt, ja, in der du nicht deine Sehnsüchte, deine Bedürfnisse erfüllt bekommst, in der du dich nicht 100% authentisch entfalten kannst, dann hast du jetzt die Hoffnung, indem du aus der Beziehung rausgehst, indem du diese verlässt, dass du jetzt die Möglichkeit erhältst, dich in deinem neuen Leben selbst zu entfalten, völlig authentisch deinen Weg zu gehen. Ja, das Ass der Stäbe hat für mich auch immer sowas von Abenteuer. Ja, und da passt so wunderschön der Page der Stäbe. Ich kann hier die Karten eigentlich gar nicht voneinander getrennt erklären. Ich muss gleich den Zusammenhang darstellen. Schaut mal, auf der Position, das wisst ihr, kommt ja immer die Karte, wo führt dich der Prozess hin? Wo stehst du vielleicht Mitte des Monats energetisch betrachtet? Und da fiel der Page der Stäbe. Wundervoll hier nach dem Ass. Der Page, der steht genau für diese Leidenschaft, für die feurige Energie. Ja, dass du ja neue Möglichkeiten für dich entdeckst. Und es soll jetzt nicht nur für dieses Szenario gelten, dass du dich vielleicht trennst oder wenn du für dein Gegenüber schaust, dass der oder sie sich trennt, sondern auch in der Beziehung würde es ja sehr gut dazu passen, dass ihr nach Überwindung einer Krise wieder leidenschaftlicher miteinander umgeht. Ja, wieder das Feuer entdeckt. Ist ja oft so gerade in langjährigen Beziehungen, wenn vielleicht auch Kinder da sind, ja, diese Beziehungen büßen oft diese Leidenschaft und dieses Feuer ein. Gerade mit Kindern. Ja, der Page der Kelche könnte im Übrigen hier auch für den Einfluss von Kindern stehen. Das kam mir in der Meditation ganz kurz mal als Intuition, dass es hier auch darum gehen könnte, dass ein Kind Einfluss auf diese Beziehungsgeschichte hat. Ja. Aber auch mit dieser Karte in Verbindung, wie gesagt, ihr wisst vielleicht, wer Kinder hat, weiß es selber. Man wird in der Beziehung dann mehr zu Mama und Papa, ja, anstatt zu Mann und Frau. Und vielleicht ist euch das klar geworden, dass hier sich etwas verändern muss. Ja, und ihr habt vielleicht auch zusammen die Entscheidung getroffen, wir wollen uns wieder mehr um uns als Mann und Frau kümmern. Also verschiedene Dinge sind hier denkbar. Und wenn du tatsächlich auf dem Weg heraus aus einer Beziehung bist, dann ist diese Karte ganz positiv an der Stelle, weil sie dir sagt, ja, dich erwarten spannende neue Möglichkeiten. Ja. Lass dich da auch mitreißen und begeistern. Geh raus in die Welt, verkriech dich nicht. Der Page der Stäbe, es kommt mir gerade fast so vor, als würde dich abholen wollen. Als würde er hier stehen, ja, und würde sagen, komm raus, ich nehme dich mit. Wir erleben was. Vor allem für diejenigen unter euch, die wirklich vielleicht in einer Beziehung gesteckt haben, in der sie sich nicht entfalten konnten. In der sie das Gefühl hatten, Leidenschaft und Abenteuer blieben auf der Strecke. Also ganz schöne, feurige Energie, möchte ich fast sagen, für euch. Und dann habe ich gefragt, hier oben an der Position, liebe geistige Welt, was gebt ihr jetzt denn für diesen Prozess an Rat? Ja, was habt ihr denn für einen Ratschlag? Und da fiel die große Arcana-Karte, die Mäßigkeit. Mit der Mäßigkeit, da ist mir sofort dieses Wort wortwörtlich gekommen, sagt die geistige Welt auch so ein bisschen, übertreib es nicht. Ja, der Enthusiasmus der Legung ist groß hier. Ja, also ihr wisst selber, oft ist es so, wenn man eine Entscheidung trifft, man trennt sich, man stürzt sich dann ins neue Single-Leben. Ja, da sagt die Mäßigkeit an der Stelle ganz klar, bleib in Balance.
siehst hier schön, ja, ist dieser Schutzengel, der hier diese beiden Kelche, die Flüssigkeiten in diesen beiden Kelchen umschüttet, bis sie gleichmäßig ausgewogen verteilt sind. Also sie rät hier zur Balance. Ja? Also das ist aber nur speziell für eine kleine Gruppe unter euch, die wirklich tatsächlich vielleicht jetzt Single geworden ist, aus einer langen Beziehung kommt, ja, und die sich jetzt hineinstürzt in die Liebe und in das Abenteuer, in die Leidenschaft. Da sagt die geistige Welt, Vorsicht, nicht übertreiben, ja, ausgewogen bleiben, nicht, dass es eventuell neuen Herzschmerz gibt. Aber für alle anderen bedeutet die Karte natürlich dieses Vertrauen in die göttliche Führung. Der Schutzengel sagt euch, alles, was passiert, ist göttlich geführt. Die Karte kann im Übrigen auch für Seelenverwandtschaft stehen. Und da kam mir in der Meditation ein Szenario, auch wieder vielleicht nur für sehr wenige von euch. Es gibt zurzeit viele Luftzeichen, die ihrem Seelenpartner begegnen. Das weiß ich aus den vielen Nachrichten, die mich erreichen. Da waren jetzt einige auch persönliche Readings dabei, wo wirklich Luftzeichen in langjährigen Beziehungen sind und plötzlich mehr oder weniger aus heiterem Himmel begegnen sie ihrem Seelenpartner und spüren, dass sie eine alte Beziehung verlassen müssen, um mit diesem Menschen ein neues Leben zu beginnen. Ja, also ich wollte das jetzt hier erwähnen, weil es scheint die Energie dafür da zu sein, für die Luftzeichen. Und dafür kann diese Karte auch stehen, ja, für Seelenpartnerschaften. Aber grundsätzlich ist diese Karte einfach, steht sie dafür, der inneren Stimme zu vertrauen, der göttlichen Führung zu vertrauen. In dem Vertrauen zu sein, dass alles, was geschieht, hier einen Sinn hat, ja, auch vielleicht eben diesen neuen Weg, wirklich im Vertrauen zu gehen, dass alles göttlich geführt ist. Und dazu passt wunderschön die Karte, die am Schluss am Boden des Decks lag. Ich nehme die jetzt bei diesen Elementelegungen immer mit dazu. Die Karte gibt für mich immer mal zum Schluss nochmal einen Überblick, ja, eine Zusammenfassung des Ganzen. Und da liegt die Hohepriesterin. Die spirituellste Karte des ganzen Tarotdecks, ja, liegt hier, um auch nochmal sehr passend zur Mäßigkeit zu sagen, bleibe immer im Vertrauen in deine Intuition. Vertraue deiner inneren Stimme, ja, dass sich die Dinge so entwickeln, wie es für dich richtig und wichtig ist. Es ist so, diese Energie wieder auch gerade jetzt für diese Seelenpartnerschaften. Die Hohepriesterin verkörpert ja auch diese Seelenverwandtschaft. Ja, dass du da auf dein Herz hören sollst. Ob du vielleicht einem Menschen begegnest oder schon begegnet bist, der ein Gefühl in dir auslöst, das du vorher nicht kanntest in der Art und Weise. Ich werde oft gefragt, in den Nachrichten auf Facebook, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, dass das mein Seelenpartner ist? Ja, es gibt sehr viele Dinge, woran man das erkennen kann, aber das Hauptmerkmal ist, wenn du diesem Menschen zum allerersten Mal begegnest, spürst du etwas, das du bislang bei deinen anderen Partnern oder Partnerinnen nicht gespürt hast. Es ist ein, wie soll ich es beschreiben, eine Art Wiedererkennen. Als würdest du diesen Menschen schon sehr lange kennen, obwohl du vielleicht gerade erst ein paar Worte mit ihm gewechselt hast. Entschuldigt bitte die Unterbrechung, aber meine Speicherkarte war mal wieder voll und ich habe zu spät gemerkt. Ich wollte euch jetzt aber den Schluss trotzdem nicht vorenthalten. Die Hohepriesterin, also nochmal als Gesamtenergie, passt wundervoll zur Mäßigkeit. Beide Karten sprechen für göttliche Führung, eventuell sogar für den Seelenpartner oder die Seelenpartnerin, die ins Leben kommen kann. Und die Hohepriesterin sagt immer wieder, hör auf deine innere Stimme, auf deine Intuition. Ja, ist also eine sehr schöne Abrundung
des gesamten Readings, das sowieso unglaublich positiv war für euch, liebe Luftzeichen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, über eure Likes und natürlich freue ich mich immer, euch auf meiner Facebook-Seite begrüßen zu dürfen. Da gibt es ja auch ganz viele Artikel und Posts zu dem Thema Beziehungen, Seelenpartnerschaften und ich beantworte auch alle Nachrichten, die über Facebook kommen. Also wenn ihr mir gerne schreiben wollt, ob auch die Legung für euch stimmig ist, freue ich mich über eine Nachricht auf meiner Facebook-Seite. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen und wünsche euch eine wunderschöne erste Märzhälfte. Genießt den Frühling und bis bald. Eure Uli. Tschüss.